Sushi TV liest. Die Broschüre zu dem Projekt Gehsterben der Amadeo-Antonio-Stiftung. Gefördert unter anderem durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit einem Grußwort unseres Bundesjustizministers. Gut sieht er aus. Im Internet frei verfügbar auf der Seite der Stiftung. Hier könnt ihr sie herunterladen. Wer die Stiftung ist, wurde ja schon hinreichend dargelegt. Deswegen konzentriere ich mich auf die Broschüre. Mit dieser Broschüre soll informiert werden, wie künftig mit sogenanntem Hate Speech im Netz umgegangen wird. Strafrechtliche Konsequenzen und Löschung der Inhalte sollen künftig die Antwort auf Hate Speech sein. Aber was ist Hate Speech? Wer definiert das wie? Und wer bewacht die Wächter, um Watchmen zu zitieren? Darauf finden wir in der Broschüre einige schwammige Antworten bis gar keine Antworten. Nun ja, zumindest aber diese Passage. Seite 14. Ich zitiere: Rassismus gegen Weiße zum Beispiel kann situativ stattfinden, hat jedoch keine gesellschaftliche Dimension. Entsprechend fallen abwertende Aussagen über Weiße, zum Beispiel Kartoffel, nicht unter Hate Speech, da ihnen schlicht die gesellschaftlichen Konsequenzen fehlen. Ja, ich kann es selber nicht glauben. Ich lese das jetzt zum 20. Mal und frage mich jedes Mal, wann ich aus diesem Albtraum aufwache, aber ich lese das nochmal vor. Rassismus gegen Weiße zum Beispiel kann situativ stattfinden, hat jedoch keine gesellschaftliche Dimension. Entsprechend fallen abwertende Aussagen über Weiße, zum Beispiel Kartoffel, nicht unter Hate Speech, da ihnen schlicht die gesellschaftlichen Konsequenzen fehlen. Denn wem wird die Wohnung schon nicht gegeben, weil er oder sie weiß ist? Ach so ist das also. Situativ. Keine gesellschaftliche Dimension. Wenn ich also sage, alle Deutschen sind Hurensöhne und ungläubige Untermenschen, ist das völlig okay, laut dieser offiziellen Vertretung der Taskforce von unserem Bundesjustizministerium. Weil Deutsche kriegen ja in der Regel eine Wohnung. Während alle Nicht-Deutschen Probleme damit haben, wie wir ja alle wissen. Theoretisch könnte man fordern, dass sogar Dresden neu bombardiert werden sollte, dass Deutschland komplett vernichtet werden, in Ackerland verwüstet werden soll. Das alles wäre kein Hate Speech. Das ist einfach nicht relevant. Es ist ja egal, es geht ja gegen Deutsche. Dann ist das okay. So, das ist das, was diese junge Dame hier mal vor einiger Zeit getwittert hat. Die sitzt übrigens auch in der Amadeo-Antonio-Stiftung und leitet auf Steuerkosten entsprechend Projekte und hat auch diese Broschüre mitverfasst. Ja, da schließt sich der Kreis. Und nein, ich wäre nicht mal betroffen, denn ich habe Migrationshintergrund. Einer meiner Eltern, sagen wir es ist meine Mutter, kommt aus einem fernen Land mit einer fremden Kultur. Ja, ich bin auch schon einmal vor Rechten weggerannt. Aber ich sag euch was, ich habe auch schon einmal von sogenannten Migranten eine geklebt bekommen, weil ich für die ein Deutscher war. Und beides war gleich beschissen. Naja, das geklebt bekommen war ein bisschen schlimmer als das reine Wegrennen. Aber das Prinzip war gleich beschissen. Nur das Zweite, also das geklebt bekommen von Migranten, wird gesellschaftlich anders bewertet. Das ist irgendwie nicht so schlimm, wie wenn Rechte mich angegangen sind. Das habe ich im Laufe der Zeit, wenn ich über meine Erfahrungen sprach, registriert. Ja, der deutsche Teil in mir fühlt sich länger schon zum Abschuss freigegeben deswegen. Und dieser Rassismus gegen Weiße oder hierzulande gegen Deutsche, wird jetzt sogar ganz offiziell von Regierungsorganen höchstpersönlich verkündet. Ja, geh sterben. Fast könnte man meinen, mit diesem Slogan der Kampagne ist das deutsche Volk gemeint.